Marina. Hallo. Was ist denn deine große Leidenschaft? Ja, Star Trek. Echt? Hier ja. So wie Spacey, 16. Das ist nicht ganz Star Trek, oder? Na ja, so. Pfui, aus. So, wieder hoch. Was hast denn du da alles? Bücher, Poster. Ich mache gerade ein Star Trek-Modell und ich habe mir eine Star Trek-Uniform bestellt. Eine was? Star Trek-Uniform. Ey, Wahnsinn. So mit diesem, ist sie in Blau oder in diesem Gelb? Nee, ich habe die von Deep Space Nine von Bajoranern. Ach so, nicht von Uhura? Nee, aha. Mit Kurz. Freust du dich schon auf den neuen Film, The Next Generation? Ja. Der kommt ja bald, ha? Ja, aber leider stirbt dort der Kirk. Bitte? Der Kirk stirbt in dem Film. Ach, echt? Ja. Das weißt du schon, aus so ein Mist. Meinst du heulst dann? Oh nee, ich glaube eigentlich nicht. Wollen wir mal sehen, man weiß nie. Ich habe auch schon bei den Woltons geheult. Aber wir heulen jetzt nicht, wenn die alte Hexe immer noch unsere arme Hubeline und die Kinderchen gefangen hält. Egal, was du tust, du wirst mich nicht besiegen. Hugo, hier sind wir. Hugo, hier. Schau nur, Hugo, wen ich zu Besuch habe. Vielleicht bringe ich Ihnen ein paar Kunststückchen bei. Nein, natürlich nicht. Das wirst du nicht tun, Marina. Bist du fleißiger Hugo-Gucker? Ja. Ja? Dann weißt du ganz bestimmt, wie folgendes Spiel geht. Der Flieger. Ja. Ja, mit der 4, 6 und der 0. 4 nach links, 6 nach rechts. Ja. Die, jetzt schmeißt der Alois bald den Tisch um. Da, diesen Tisch hätte er beinahe umgeschmissen. Diesen. mit der 0 guckst du, wo du dich befindest. Mhm. 4 links, 6 rechts. Die roten lässt du stehen und die Gewitter vermeidest du natürlich auch. Viele Punkte machen! Ich drück dir die Daumen, dann geht's ab nach San Francisco. Ja, endlich darf auch ich mal richtig in die Luft gehen. Da. Volle Kraft voraus! Einfach geradeaus und ein bisschen links, genau. Die Marina macht das genau richtig. Oh. Recht hast du. Oben war es wirklich schon langweilig. Sind noch eine Menge Flieger da. Ja, ein bisschen nach links. Ja, wieder links rum. Ja, genau, auch mal geradeaus fliegen, das ist sehr wichtig. Das war der goldene Sack. Oh, 400 Punkte hast du schon weg da, genau. Und wieder geradeaus. Genau, und den kriegst du auch noch. Wahnsinn! Rechts, 6, 6, 6. Und wieder links. Und jetzt guck mal die 0. Wow, du bist gleich da. Einfach geradeaus weiterfliegen. Nicht so hektisch, so wie ich jetzt gerade. Rechts, rechts. Und wieder links. Und links ein bisschen. Und wieder rechts. Ganz schnell wieder rechts. Ja, du bist da. Wow, Wahnsinn. Und der goldene Sack. Die Marina hat die Chance auf den Superpreis. Haha, du bist ein echtes Fliegerass. Marina! Ja? So heißt übrigens meine Cousine. Ich glaube, wir werden eine Punktetafel sehen und ich glaube, weil du den goldenen Sack hast, wirst du die Chancen auf den Superpreis haben. Ist das nicht der Wahnsinn? Ja. Ja, jetzt schauen wir die mal an. Die Punktetafel. Wow, jetzt 500 dazu sind 1100. Abzüglich 1050. Wow, 1150 Punkte! Wow! Ich glaube es nicht! Endlich mal wieder Chancen auf den Superpreis. Es ist eine San Francisco-Reise. Ich wünsche es dir so. Lass uns ab in die Höhle gehen und bevor du ziehst, noch ein Machtwort. In die Höhle? Ja, endlich aufgeräumt in dieser Hexenburg. Hexana, halt den Besen fest. Ja. Such dir ein Seil aus und zieh dran. Wirst schon sehen, was du davon hast. Liebe Oh, jetzt hast du schon gedrückt. Oh mein Gott, ich glaube, jetzt müssen wir ganz schnell. Ja. Nee, du hast noch nicht gedrückt. Nein, anscheinend. Wir können das von hinten sehen an unserem Computer. Ja. Hast du jemand, der dir irgendwie beistehen kann? Nee, ich bin alleine. Ganz alleine. Dann drück ich dir ganz, ganz fest die Daumen. Danke. Dass du bitte die Punktezahl verdoppelst. Ja. Also, los geht's. Oh,
Oh mein Gott, 3, 6 oder 9. Bitte, bitte! Oh Mann! Das war wohl die falsche Strippe. Ja. Ach Mensch, jetzt hat mal jemand die Chance auf den Superpreis und du halbierst es. Aber dabei sein ist alles und du kriegst natürlich für deine Punkte trotzdem einen ganz genialen Preis. Ich bin mal gespannt, was es ist. Du bekommst unser Hugo-Telefon, das Kaleidophon vom Telekom-Versand. Es ist knallbunt und ausgezeichnet mit dem Designpreis 94. Ah, gut. Wenigstens etwas ist nicht ganz so weit wie San Francisco. Ja. Kommst du dir nach Hause das Telefon, damit du fleißig weiter anrufst. Okay, Marina? Und kann man dann auch mal mitspielen? Ja, klar. Gut. Wenn du noch mal durchkommst, kannst du so oft mitspielen, wie du willst. Gut. Also, bis dann.